Eine unfassbare Tat erschüttert Oldenburg. Am Samstagmittag fanden Beamte auf dem Gelände der ehemaligen Bundeswehrkaserne Donnerschwee die Leiche einer 22-jährigen Frau aus Oldenburg. Ein 20-Jähriger steht unter dringendem Tatverdacht. Der Beschuldigte erschien am Samstagmittag auf einer Wache der Bundespolizei und stellte sich dort selbst mit den Angaben, dass er am Abend zuvor eine Frau getötet habe. Aufgrund seiner Angaben konnte letztlich auch im Bereich eines ehemaligen Kasernengeländes in Oldenburg die Leiche einer jungen Frau aufgefunden werden. Die Frau wurde nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen durch Messerstiche getötet. Der Tatverdächtige und das Opfer kannten sich den ersten Ermittlungen zufolge nicht. Das Motiv für die Tat liegt noch vollkommen im Dunkeln. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass es sich hier um einen Sexualdelikt handeln könnte, haben wir zurzeit nicht. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich offenbar um einen ca. 1,70 Meter großen 20-Jährigen, der als dick beschrieben wird. Zudem soll er zur Tatzeit eine auffällige Wollmütze getragen haben. Der Tatverdächtige sitzt derzeit in U-Haft. Wir stehen mit den Ermittlungen noch ganz am Anfang. Zurzeit suchen wir nach Zeugen, die eventuell den Beschuldigten am Freitagabend gegen 21 Uhr im Tatortbereich, das heißt in Oldenburg, Kranbergstraße, Schliefenstraße, gesehen haben könnten. Insbesondere wird hier nach einem Ehepaar gesucht, das eventuell sogar von dem Beschuldigten nach der Uhrzeit gefragt wurde. Anwohner reagieren geschockt auf das Verbrechen. Es ist hier noch nie sowas passiert. Ich wohne schon so lange hier und alles war immer so in Ordnung. Und wie der junge Mann, der da arbeitet, da drüben, der hat mir das auch erzählt. Ich war so schockiert. Die Straße war abgesperrt, es war gegen 13 Uhr. Ich habe erstmal gedacht, was ist jetzt hier los? Und bin ich jetzt als Anwohner hier reingekommen und Polizei, alles voll. Dann kam die Spurensicherung. Und dann war uns schon klar, dass hier was Schlimmeres passiert ist. Und nach haben wir dann immer mal mehr erfahren und es ist schon schrecklich. Sonst ist es immer super weit weg und dann ist es einem erstmal bewusst, wie schnell das gehen kann. Und sonst denkt man da vielleicht eine halbe Stunde drüber nach, über die Sachen, die man in den Nachrichten liest. Und dann ist es schon, kommt man richtig ins Sträucheln dann. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter dieser Telefonnummer entgegen.